Die Methoden von Polizist Tom Ludlow, gespielt von Keanu Reeves, sind etwas, nun ja, sagen wir mal, unorthodox. Er hält sich nicht immer an die Regeln, er hört nicht immer auf seine Vorgesetzten, er beachtet nicht immer 1000% original das Polizeihandbuch, aber seine Verhaftungsquote stimmt und deswegen ist sein Chef, gespielt von Forrest Whitaker, zufrieden. Also, die decken sich gegenseitig, die Forrest Whitaker-Figur hat ein ganzes Team von 3, 4, 5 Polizisten, die eben, nun ja, nicht so 100% sauber arbeiten und hier und da mal ein bisschen Geld einstecken und das Geld dann unter sich aufteilen. Also, es ist ein Haufen von korrupten Kerlen. Ein Beamter der internen Ermittlungen, gespielt von Dr. House, Hugh Laurie höchstpersönlich, will dieses, naja, halb seine Polizistenteam auseinandernehmen. Unter anderem, weil er bei einer der letzten Beförderungen übergangen wurde und statt ihm wurde die Forrest Whitaker-Figur befördert. Dummerweise ist aber einer der Hauptzeugen, der gegen das Tom Ludlow-Team aussagen soll, dessen ehemaliger Partner, gespielt von Terry Crews. Detective Terence Washington, so heißt er in dem Film, macht sich also bereit, unter anderem gegen seinen Ex-Partner Tom Ludlow auszusagen. Doch als Ludlow ihn gerade im Supermarkt in die Fresse dafür hauen will, kommen plötzlich zwei vermummte Kerle mit Maschinenpistolen durch die Tür und ballern wild rum und erschießen unter anderem Washington. Natürlich kommt das Ludlow gelegen, denn jetzt hat er keinen mehr, der gegen ihn aussagt, nur er fragt sich, ob hinter der ganzen Geschichte nicht noch ein bisschen mehr steckt. Denn auch wenn er einen Hals auf seinen Ex-Partner hat, gleich tot sehen wollte er ihn natürlich auch nicht. Und in der Folge wird noch einiges mehr aufgedeckt und Ludlow stellt fest, dass er beileibe nicht der Einzige ist, der Dreck am Stecken hat, sondern dass andere auch Dreck am Stecken haben und das nicht zu knapp. Street Kings ist ein unterhaltsamer Film geworden und ein wirklich gut gemachter Actionfilm. Nur, das ist mein Problem, es ist eben ein gut gemachter Actionfilm und kein exzellent gemachter Actionfilm, was ein bisschen schade ist, wenn ich mir das Ausgangsmaterial angucke. Denn das Buch, die Buchvorlage zu diesem Film, hat James Ellroy geschrieben. Und dieser Film hätte ein Meisterwerk werden können. Zum Beispiel wie L.A. Confidential, zu dem James Ellroy auch die Buchvorlage geschrieben hat. Da David Ayer aber nicht der beste Regisseur auf der Welt ist, blieb es ein Film okay, unterhaltsam, gut gemacht und deutlich über Action-Durchschnitt, aber trotzdem leider weit unterhalb seiner Möglichkeiten. Das Problem ist vielleicht nicht einmal das Drehbuch, auch wenn die ein oder andere bisschen zu unglaubwürdige Wendung damit reingepackt ist. Das Problem sind auch wirklich nicht die Schauspieler, denn die sind allesamt klasse. Von Forrest Whitaker weiß man ja, dass er wirklich alles spielen kann. Und hier den schmierigen Vorgesetzten von Keanu Reeves, den spielt er wunderbar. Keanu Reeves selbst spielt gut und darf hier endlich mal einen Arsch spielen. Was ja auch nicht so schlecht ist und was man von Keanu Reeves nicht jeden Tag sieht. Und ja, auch diese Rolle hat er drauf. Terry Crews in der Nebenrolle als sein ehemaliger Partner. Oder Jay Moore, der auch noch durchs Bild fällt. Oder Hugh Laurie. Also allesamt, man hat hier bestimmt ein halbes Dutzend wirklich guter Schauspieler verpflichtet. Das vielleicht bekannteste Gesicht, mittlerweile bekannteste Gesicht, ist Captain America, Chris Evans, der damals aber noch nicht Captain America war. Und der die Rolle des naiven Jungpolizisten Diskant hier wirklich sehr gut spielt. Und auch dem merkt man an, dass er mehr kann, als so ein Schild rumzutragen und böse Jungs verkloppen. Also das Drehbuch, eigentlich okay. Die Schauspieler, eigentlich okay. Musik, Schnitt, Kameraarbeit, alles eigentlich okay. Ich finde, die Krux, woran es wirklich hängt, dass dieser Film nicht mehr aus sich macht, das ist tatsächlich die etwas krampfige Regie von David Ayer. Und David Ayer, das ist nur sein Künstlername. Also auf der Geburtsurkunde, da steht sein richtiger Name. Der lautet nämlich Fuck Marvel. Fuck Marvel! Ja, es ist der Regisseur von Suicide Squad und noch der Regisseur und Drehbuchautor von einem Dutzend andere Filme. Seinen Durchbruch hatte er mit Training Day. Und das Problem, was Street Kings hatte, dass er immer mit Training Day verglichen wurde. Also in beiden Fällen saß David Ayer da hinterm Steuer. In beiden Fällen ist die Hauptfigur ein korrupter Polizist. In Training Day gespielt von Denzel Washington, hier gespielt von Keanu Reeves. Und es gibt einen jungen, naiven Partner an seiner Seite und in Training Day gespielt von Ethan Hawke, der dafür auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Und hier eben gespielt von Chris Evans. Und ja, ich finde es immer blöd, Filme miteinander zu vergleichen, auch wenn das Hauptmotiv dasselbe ist. Beide sind Polizisten-Thriller, beide spielen in Los Angeles, beide haben eine korrupte Hauptfigur. Bei beiden geht es darum, dass die Polizei nicht so sauber ist, wie sie gerne wäre. Also ja, zwischen diesen beiden Filmen gibt es wahnsinnig viele Ähnlichkeiten. Ich finde aber trotzdem, dass Street Kings eigenständig genug ist, um als losgelöster Film zu funktionieren. Und ja, der Film ist nicht perfekt und das ärgert mich. Denn wenn man L.A. Confidential sieht, dann sieht man, was ein richtig guter Regisseur aus so einem Stoff hätte machen können. Trotzdem kann ich eine Empfehlung für diesen Film aussprechen. Also wenn euch dieses Genre gefällt, wenn euch Training Day gefallen hat oder L.A. Confidential oder Leben und Sterben in L.A. oder noch 5 andere, die mir jetzt nicht einfallen, dann wird euch dieser Film hier gefallen. Bei der DVD wurde richtig was draufgepackt. Audiokommentar, Making-of, verschiedene Featurettes, Biografie, 10 alternative bzw. geschnittene Szenen. Also man könnte fast
ketzerisch sagen, das Bonusmaterial auf der DVD, die übrigens aus gutem Grund erst ab 18 freigegeben ist, ist fast besser als der eigentliche Film, aber dennoch finde ich den Film sehr ordentlich und kann man sich wirklich unfallfrei angucken. Leider eine dieser Filme, die heute ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, was schade ist, und damit Keanu Reeves ja ein großer Name die Hauptrolle spielt, finde ich es nicht ganz verständlich. Aber auch Konstantin ist ja jetzt nicht so im allgemeinen Bewusstsein geblieben. Insofern ist das vielleicht ein Film für euch, den ihr zum ersten Mal entdecken könnt. Gibt es wahrscheinlich für ein Apple und ein Ei bei Mediamarkt und Saturn und Konsorten zu kaufen. Im Moment leider nicht auf Netflix, zumindest nicht auf dem deutschen Netflix, aber ja, was wird die DVD kosten? 3,4,99, was weiß ich. Ist wirklich lohnenswert, kann man sich angucken. Gut gemachter Polizeithriller, auch wenn er unter seinen Möglichkeiten bleibt. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Teilen. Viel Spaß beim Gucken von Street Kings oder etwas anderem. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.